Hallöchen, hier ist der Björn vom LSMPD und wir hatten hier gerade Rattenalarm. Die kamen nämlich hier aus den Löchern raus. Und das war nicht nett. So. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier oben haben. Ich kann da hochlaufen. Kann ich offensichtlich nicht. Aber was macht er schon? Ja, jetzt so viel hat das jetzt hier nicht gebracht, ne? Wo komme ich denn dann da oben hin? Ja, da, aber ist dafür ein anderer Pharos-Verkünder? Packen wir mal da rein. Ja, danke, Spiel. Ach, guck mal hier. Kenne ich das schon? Ist es da jetzt gerade aufgegangen? Ach, guck mal hier. Doch, das kenne ich doch. Guck mal hier, hier fallen Ratten von der Decke. Was hast du denn da gemacht gerade? Hallo? Hast du da den Bürzel gerieben oder? Da sind Ratten versteckt. Guck mal, was sind denn das hier für Skelette? Schuhgröße Kindersarg oder? Meins. Meins, meins, meins. Ja, da kommen sie. Oder auch nicht. Ah, jetzt kommen sie. So, Gegenstand. Die haben natürlich immer giftiges Moos dabei, ist ja ganz klar. Da können wir auch leider nicht durch. Können wir hier mal genauer reingucken? Ach, hier ist der Dingskönig, der Rattenkönig war da, ne? Ja, so langsam kriege ich das hier alles raus. Eine Fackel anzünden. Huch, wo kommst du näher? So. Du hast auch was verloren. Reparaturpulver. Habe ich gerade letztens noch mit dem Juten drüber geredet, na? Über Reparaturpulver. So, und was bringt das jetzt hier? Ja, einmal duschen, aber das war's auch. Hem. Gut, das bringt nichts, weil das öffnet ja nur die Tür. Wie viele Pharos-Wahrheitsverkünder habe ich denn? Okay. Oder gilt das hier alles als einer? Ja, das hätte man ja vorher wissen können. Wer baut sowas auf? Gut, ja. Wir warten mal durch Dings Erbrochenes. Ach, hier ist wieder nicht im Inventar. Oder habe ich jetzt hunderte von Pharos-Verkündern da reingebuttert? Tod voraus, deshalb viel Erfolg. Dankeschön. Aber hier sind wir ja schon durch. Das hatte ja sogar relativ gut geklappt. Das war ja eigentlich gar nicht
So schlimm. Guten Tag. So. Okay. 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 Gut. Hier waren wir ja auch schon mal. Insofern, ich leg nur einmal ganz kurz das Kätzchen-Dingschen an. Und was haben wir hier? Mut, ja. Bisschen Mut tut auch gut. Ich war gerade am Überlegen. Wo es denn hier hinging? Guten Tag. Ach ja, hier ging es ja einfach nur in die Dingens hinein. In die Leere. Das ist ja sehr kurios. I am so curious. I just wanna know what you there have. Ne? Ja, siehste, nix kannste, Kumpel. Da sind noch mehrere, ne? Da sind noch mehrere. Aber ich glaube in diese Richtung. Ah, guck mal da. Aber jetzt läuft er wieder weg. Gut. Mut zur Lücke, sag ich mal, ne? So, Kumpel. Oh. Explosion, ne? Explosion. Der Explosion Master. Aha, hier kamen wir hier runter, ne? Auf der anderen Seite war irgendwie nur eine Truhe und ein Gegner, glaube ich. Aber ich glaube, ein großer, heftiger Gegner. Oder zwei? Ich glaube, da waren zwei. Dark Souls-Spieler, nicht aufgeben, Skelett. Hier ist doch keiner. Naja. Muss ja auch nicht immer. Ich roll mich auch immer durchs Wasser, um schneller voranzukommen. Anstatt da einfach durchzuwarten. So. Hier geht's weiter runter. Miau, plopp. So. Okay, hier kann ich eigentlich gar nicht anders runter. Deswegen flippidi-flop. Und zippidi-zopp. Und jetzt sollten wir eigentlich beim oberen Loch ankommen. Was haben wir hier? Erschöpfung, ja. Materialermüdung.
So. Hä? Ist hier was? Scheinbare Wand voraus? Aber hier ist doch nichts. Lügner voraus. Achso. Was haben wir hier? Versucht Loch und dann Gift. Ach. Ach du meine Güte. Die sind ja auch wieder alle. So. Ha, 4 auf 1 Streich. Das soll mir mal einer nachmachen. So. Hier kommen wir hin. So, da geht's runter. Aber vielleicht möchte ich ja rauf. Nee, runter ist vielleicht besser. Frage ist bloß, wo gehen wir denn da am besten runter? Okay. Okay, okay, okay. So. Da ist nichts drin. Ach ja, hier hatten wir doch Dings besiegt, ne? Die, Heralinde, oder wie sie hieß. Wir reisen aber erstmal nach Majula. Und dann verstärken wir mal unseren Bögen. Mit feuergetränkte Pfeile. Na Mädel, kein Bock oder was? Sollte doch mal ein Spiel geben, wo du, wenn du, stell mir das gerade sehr witzig vor, wenn du zu lange brauchst und dich zu dumm anstellst, dann haben die NPCs irgendwann keinen Bock mehr. Das fände ich irgendwie sehr witzig. Noch eine große Titanitscherbe. Jo. Und was kosten die hier? Titanitscherbe 3 von 14. Okay. Aber wir haben keinen Titanitbrocken. Aber dafür können wir den hier ein bisschen rocken. Eine große Titanitscherbe. Komm, da hauen wir auch nochmal einen drauf. Und was haben wir hier noch? Da unten sind unsere Sachen. Glitzerndes Titanit. So, der ist von 110 auf 118. Also 8, 8, 9, 8 und 1, 1, 1, 1. Der macht 10, 9, der macht 8 und 7, okay. Und der macht richtig viel. Komm, den verstärken wir doch mal. Und dann verstärken wir vielleicht die hier noch. Und ein glitzerndes Titanit behalten wir mal. So, Frage ist jetzt, wo gehen wir hin? Antwort ist ins Folgenende. Also, haut rein, bis dann, wir sehen uns und ciao.